like this. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maike und heute mal aus einer anderen Perspektive, denn ich befinde mich gerade in Miami mit EF Sprachreisen und ich hatte noch kein Intro für mein Video gefilmt, deswegen mache ich das jetzt noch schnell. Und zwar gibt es heute ein Travel Outfit und Essential Video, was ich auf dem Weg hierhin gefilmt habe. Falls ihr noch mehr Videos rund um unsere Miami-Reise sehen wollt, verlinke ich euch unten mal meinen Vlog-Kanal, da ist nämlich schon was online gegangen. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit dem Video. So kommen wir jetzt auch schon zu meinem Travel-Outfit und das ist einfach am wichtigsten, dass es bequem ist und man sich lange darin wohlfühlt. Und als erstes trage ich hier einen Oversized-Pullover von Urban Outfitters und der ist wirklich super weich und bequem und lässt sich dann auch nochmal als Decke umtransformieren. Dazu trage ich dann hier noch eine Sporthose von Nike, die ebenfalls sehr bequem ist, und das Ganze habe ich noch mit meinen Converse kombiniert. Ich komme jetzt zu meinen Essentials und ich habe ganz oft im Flugzeug das Problem, dass ein Schal kein gutes Kopfkissen ist. Deswegen nehme ich mir immer selber eins mit und ich habe hier Wolki und Wolki lässt sich auch noch verbiegen und in die richtige Form quetschen und deswegen ist es perfekt zum Reisen. Ebenfalls beim Reisen kann ich nicht verzichten auf eine Cappy und einen Rucksack. Die Cappy hilft mir einfach, meine zerzausten Haare in den Griff zu kriegen und schützt ebenfalls mein Gesicht vor Sonne auf Reisen. Und ein Rucksack ist natürlich immer super praktisch, damit man alle Dinge überall mit hinnehmen kann. Was bei mir ebenfalls nicht fehlen darf, sind Snacks. Und hier habe ich mir einfach so einen frisch gepressten Smoothie und etwas Obst am Flughafen gekauft, damit ich einfach während der Reise gesättigt bin. Ebenfalls dürfen Kuschelsocken nicht fehlen, denn im Flieger kann es ganz schön kalt werden und dort sind sie dann perfekt. Mein letztes Must-Have ist dann noch eine Kamera, egal ob auf dem Handy, Vlogkamera oder Spiegelreflex. Hauptsache ihr könnt alle eure Erinnerungen festhalten.